So, Leute, da sind wir beim nächsten Boost Opening. Ist fast schon ein Jahr her. Kaldheim. Das Set der Wikinger. Riesen. Götter. Ich habe ein USA-Kanada-Pack. Warum habe ich denn ein USA-Kanada-Pack? Made in Japan. Hä? Und warum ist das dann... ich wollte gerade sagen, warum ist das in Französisch, aber ich erinnere mich. Wow, ist das loose? Also, ich weiß nicht, mal gucken, ob ich das sehen kann, ob ich das hinkriege. Guck mal hier. Ja, egal. Genug über... warte, dann haben die doch auch... Jawohl, haben die. Genug über diese wunderschöne Verpackung geredet. Kriege ich das diesmal hin? Nee, ich bin zu schlecht dafür. Viel zu schlecht dafür. So. Dann haben wir eine Artkarte. Unsere Artkarte ist... Oh, der Drang. Der ist cool. Der ist richtig cool aus dem Set. Dann haben wir ein Snow-Covered Plains. Mit dem Weltenbaum und den beiden Runensteinen. Demon Bowl. 3 Mana. Fügt 4 Schaden an eine Kreatur am... Planeswalker, nicht Spieler zu. Mit Foretell. Das heißt, wir können die Karte für 2 Mana verdeckt legen. Und können die dann irgendwann für 1 Mana spielen. Okay, Undersea Invader, 6 Mana, 5, 6, Flash, kommt getappt ins Spiel. Was mich hier immer wundert ist, die Dinger sollen ein Theme haben. Jetzt frage ich mich, was das Theme wird. Okay, das ist anscheinend Giant, dann weiß ich nicht, warum diese Foretell-Karte da drin ist. Squash, für ein rotes, 4 farblose, kostet dieser Spell 3 Mana weniger, wenn man Giant kontrolliert. Und eine Kreatur oder ein Planeswalker kriegen 6 Damage. Cinderheart Giant. Okay, es ist Giant. 5 Mana, 7, 6 Trampel. Wenn er stirbt, fügt er 7 Schaden an eine Kreatur zu, die einen Gegner kontrolliert, at random. Gold Vein Pick. 2 Mana, eine Kreatur kriegt +1/+1. Wenn ihr ihm einen Kampfschaden zufügt, kriegen wir einen Treasure Token. Okay. Lithyara Kinseeker. 4 Mana, 2, 4 mit Changeling. Und wenn der in die Spielwelt kommt, wenn man 3 andere Kreaturen, die einen Kreaturentyp mit dieser Karte gemeinsam haben, kontrolliert, kriegt der eine +1/+1 Marke und wir dürfen scryen. Naviri Betrayer King. Ich wusste gar nicht, dass der ankam. Ich dachte, der wäre rare. Aber wie auch immer wir jetzt von Giants auf Pickaxe, auf Changeling, auf Legendary Snow Creature Zombie Wizards gekommen sind. Ich verstehe die Themes immer noch nicht bei diesen Zeitboostern. Sie sind besser geworden, aber ja. 5 Mana, 4-3. Andere Snow- und Zombie-Kreaturen, die wir kontrollieren, kriegen +1/+1. Und für 3 Snow-Mana können wir den aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen, getappt. Dann haben wir ein Snow-Artefakt. Icebind Pillar. 3 Mana, Snow-Artefakt. Für 1 Mana tappen wir ein Artefakt oder eine Kreatur. Wow, das ist einfach ein besserer... Ja, lassen wir das. Unsere Rare ist Birgi, God of Storytelling. 3 Mana, 3-3 und immer wenn man Zauber castet, kriegt man rotes Mana. Und man verliert Mana nicht in Steps und Faces. Und Kreaturen mit Boast können 2-mal boasten. Und auf der anderen Seite ist sie ein Horn. Harnfeld Horn of Bounty. 5 Mana legendäres Artefakt. Man kann eine Karte abwerfen, um die obersten 2 Karten seines Decks zu exilen. Und man kann diese Karten spielen. Bisschen teuer, aber sonst ganz cool. Dann haben wir, warum machen wir jetzt eine Karte? Ich verstehe es nicht. Priest of Haunted Edge. 2 Mana 0-4, man kann den tappen, opfern, um der Kreatur -X/-X zu geben. Wobei X die Anzahl an Snowlands ist, die man kontrolliert. Kann man nur spielen, -Sorcery. Und unsere Rare ist Smashing Sources. Zerstören ein Artefakt oder Land. Wenn man ein Artefakt zerstört, kreiert man einen Treasure Token. Ja, Welcome to Arena, bitte nicht. Und the stop game doesn't stop here. Das stimmt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.